Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauen von Flowers by Schauen und ich bin so froh, dass wir hier draußen stehen. Das erste Outdoor-Video 2021 und wir werden unsere Kübel vor der Haustür bepflanzen. Wir sind allerdings jetzt gerade hinterm Garten, damit die Nachbarn vorne noch in Ruhe rumwurschteln können, zeigen aber natürlich nachher das Endergebnis. Es ist wirklich verrückt, ich habe letzte Woche noch eine kleine Après-Ski-Party gehabt mit dem Kameramann und wir hatten wirklich eine Mordsgaudi und jetzt ist es gerade 15 Grad und ich habe die Frühlingsblüher hier. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich Schönes mitgebracht habe und dann werden wir unsere schönen antiken Töpfe bepflanzen. Kirschzweige, dann habe ich winterharte Stielprimeln, dann habe ich schöne Narzissen mitgebracht, Bellies und Hornveilchen und ein bisschen Deko-Zeus, damit es ein bisschen österlich wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon bei den letzten Videos mal gesichtet habt. Ich habe solche alten Salzkrüge und Krüge. Ich stehe auf diese antiken Sachen in Kombination mit dem modernen Haus. Und sonst pflanze ich ja immer für meine Mama und ich bin jetzt ganz froh, dass wir dies ja für uns selber pflanzen können. Das Problem ist natürlich bei diesen Kübeln, dass da kein Loch drin ist. Und da will ich auch keins reinbohren. Ich habe da jetzt ein Tongranulat reingemacht, also keine Hydrosteine, weil die saugen das Wasser nicht auf. Aber dieses saugt das Wasser auf und habe das alles damit bedeckt. Es steht zwar unterm Abdach, aber ich muss ein bisschen schauen, wie es ist mit dem Regen. Dann habe ich hier eine tolle Bodenvase mitgebracht und ich würde das gerne in einer Dreiergruppe hinstellen. Ich fange erstmal mit der Blumenerde an. Wichtig ist, dass ihr natürlich die Pflanzen vorher eben taucht. Wir haben jetzt gerade wirklich heute so viel Ware bekommen, das ist wirklich knackefrisch vom Züchter. Die freuen sich, dass wir einfach dessen Ware wieder verkaufen dürfen. Und ich möchte euch einfach ein bisschen anspornen, macht eure Kübel fertig. Vielleicht liegt hier und da in Deutschland noch Schnee, aber es macht doch einfach gute Laune. Ja, ich habe viel in Gelb und Weiß mitgebracht, weil das einfach sehr gut zum Haus passt. Da würde ich auch einfach empfehlen, schaut da einfach mal nach. Ich dachte erst was in Dunkel, in Lila. Aber es muss was Leuchtendes sein, weil das Haus schon recht dunkel ist. Die Kübel sind sehr, sehr dunkel und ich finde, da muss was Frisches rein. Ihr seht, da passt gar nicht so viel rein, weil die Töpfe sich so ein bisschen verjüngen. Erstmal kommt die vorgedüngte Blumenerde rein. Wenn ihr noch alte Blumenerde habt, dann könnt ihr das gerne so ein bisschen untermischen mit neuer Blumenerde und Dünger. Dies ist schon vorgedüngt, also Düngen brauche ich auf jeden Fall nicht. Und mir war es wichtig, dass ich Pflanzen nehme, die ich später auch im Garten pflanzen kann. Zum Beispiel diese wunderschönen kleinen Stielprimelchen in Gelb, die finde ich sehr schön. Ich muss jetzt nachher mal schauen, wo was reinkommt. Erstmal ein bisschen Morgensport. Ja, und das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Also die Schneedecke ist gerade weg und dann kommen die Krokusse schon hochgeschossen, die Winterlinge, die Schneeglöckchen. Und wir freuen uns wirklich, morgen oder besser gesagt heute am Sonntag einen Tag im Garten zu verbringen, die Stauden zurückzuschneiden. Ja, und da haben wir einfach richtig, richtig viel Lust zu. Ich hoffe, dass ich genug Blumenerde mit habe. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen was im Garten. Aber das sollte reichen. Die Vase, die möchte ich nachher mit Ästen fertig machen. Weil da möchte ich nachher ja so eine Art Osterstrauch vor der Haustür haben. Es muss halt nicht immer im Haus sein. Ich finde es auch vor der Haustür sehr schön. Und ihr kennt mich, ich mag es gerne ein bisschen schlichter. Deswegen werde ich die Töpfe nicht mischen, sondern eine Sorte reinpflanzen. Bei diesem hier habe ich jetzt gedacht, dass wir diese wunderschönen Primeln nehmen, die wir da reinsetzen. Man braucht gar nicht so viel. Ich habe natürlich wahnsinnig viel mitgenommen, aber da reichen wahrscheinlich 3, 4, 5 Stück. Nee, 4 Stück reichen, weil die wachsen dann noch ein bisschen drüber. Und das ist das Gleiche mit den Hornveilchen. Also ich habe jetzt mal so eine Ampel mitgenommen. Die passt perfekt von der Größe, deswegen nehme ich die Hornveilchen. Die können auch noch einen leichten Frost haben, aber ihr könnt auch diese Hornveilchen reinpflanzen. Ich werde das jetzt einfach mal als Test machen, damit ihr die Entwicklung seht. Und ich verspreche euch, im April ist das ein Topf, der ist wirklich übergewuchert. Hier mache ich ganz klassisch ein
paar Osterglocken rein. Die würde ich auch gerne vor der Haustür setzen. Aber ihr kennt ja meinen XXL-Topf. Und innen drin geht das dann weiter. Und da sind dann wieder die Osterglocken oder die Narzissen, die ich so schön eingepflanzt habe, auch wieder in Gelb-Weiß. Ich pflanze sie jetzt einfach erstmal an oder ein und dann schauen wir uns nachher mal an, wie das so aussieht und dann dekorieren wir uns das zusammen vor der Haustür. So, die Töpfe habe ich jetzt so weit gepflanzt. Das ist natürlich kein Hexenwerk. Damit ich den Topf noch so ein bisschen aufpimpen kann, mache ich da jetzt einfach noch ein Stückchen Tau drum. Ich wollte erst dieses, da werden die Tauben geschossen. Ja, das passiert nun mal auf dem Lande. Genau, ich mache jetzt noch mal dieses Tau drum, damit noch ein bisschen was passiert, bevor die Hornveilchen so rüberwachsen. Aber ich finde das so ganz locker weg auch ganz cool. Und man sieht ihn halt auch von oben. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist genauso wie mit diesen hier. Ich weiß, das sieht jetzt noch ein bisschen unförmig und reingequetscht aus. Kameramann, ich hoffe, wir kriegen den gleich vor der Haustür hingestellt. Aber ich weiß, dass das nachher so ein bisschen rüberwächst mit der Zeit. Und da muss man einfach die Blumen auch die Zeit lassen. Wer sonst keine Zeit hat, nimmt sonst wirklich gerne Blumenampeln. Die sind schon ein bisschen größer, die Pflanzen. So, jetzt möchte ich euch ein bisschen was vom Garten zeigen, weil ich sehe hier gerade, Kameramann, hier sind schon die ersten Winterlinge. Natürlich auch jede Menge Unkraut, genau, aber wirklich wunderschön. Vorne vor der Haustür haben wir alles voll mit Schneeglöckchen. Und ich nehme jetzt mal diesen alten, ich glaube, sind das Salzkrüge? Ich weiß es nicht, der hat auch ein paar Risse und so, aber wir nehmen den einfach mal mit. Ich habe da jetzt diese Zwiebelgewächse reingepflanzt und hier haben wir auch die ersten Krokusse blühen. Da waren gerade schon die ersten Bienchen dran, wie ihr seht. Also die Natur, die hat richtig, richtig Lust. Und dies ist ja mein Lieblingsplatz. Und da möchte ich jetzt gerne die Osterglocken reinstellen. Ich habe jetzt auch kein Moos, wirklich super simpel, ne? Die Zwiebeln, ich habe noch eine Pflanze aufgeteilt, die dazwischen gesetzt mit den Kirschzweigen. Und jetzt werden wir diese großen Kübel nach vorne schleppen. Und dann schauen wir uns nachher das Endergebnis an, wie das vor der Haustür aussieht. Hauptsache, die Deko steht hier schon vor der Haustür. Überall ist hier noch Baustelle Deluxe. Wir müssen hier noch richtig ran um dem Haus herum. Hier haben wir jetzt diese dunklen Weg gepflastert oder mein Bruder hat den gepflastert. Aber ihr seht hier, schaut euch das an. Es ist lang noch nicht fertig, aber der Eingang ist schon sehr schön dekoriert. Hier habe ich einmal den Kranz, ich glaube, ich habe einen 60er oder sogar einen 70er gemacht. Das ist auch dieses Do-it-yourself-Paket, was wir jetzt online stehen haben und was ich euch gezeigt habe. Aber das sieht doch wunderschön aus. Der hängt jetzt seit 2 Wochen hier. Er hat den Frost überstanden und man könnte natürlich noch Deko dranhängen. Aber ich mag sehr gerne so pur. Genauso wie dieses Dreierlei. Jeder Topf ist ein Unikat und sieht einfach sehr besonders aus. Ich habe jetzt noch mal diese Vase hingestellt, um ein bisschen Höhe zu bekommen mit den Kirschzweigen. Natürlich ist das süß. Wer es ein bisschen verspielter mag, der kann da noch ein paar Eier dranhängen. Hier ist zum Beispiel der kleine Kameramann, der trägt eine Brille. Oder irgendwie diese gelben Häschen hier dran setzen oder reinhängen. Aber ich bin echt der pure Typ. Ich mag es gerne schön clean. Ich freue mich drauf, wenn die Pflanzen so ein bisschen wachsen und die auch eine Chance bekommen. Also jetzt mag es vielleicht noch ein bisschen minimalistisch aussehen, aber ich verspreche euch, ihr kriegt wieder geile Bilder, wenn das alles ein bisschen mehr ausgeblüht ist oder aufblüht und sich vergrößert. Ja, wollen wir noch mal kurz die Schneeglöckchen und das Dixie zeigen? Nein, Dixie zeigen wir nicht. Aber wenn wir uns den Garten anschauen, also es ist wirklich überall noch Baustelle. Da kann ich aber drüber hinweg gucken, wenn ich dann diese wunderschönen Schneeglöckchen sehe. Kann ich es natürlich nicht sein lassen, noch mal eben so ein Schild hinzustellen. Und wir freuen uns einfach total auf dieses Jahr, um im Garten rumzuwurschteln. Und wir wünschen euch da auch ganz viel Spaß bei. Euch allen schönen Sonntag und bis bald. Ciao! Everybody's jacking in.
müssen wir auch noch machen. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt gerne hier unten. Und ich zeige euch mal coole Dekorationen mit Blumen und Pflanzen oder auch unser Häuschen. Dann, wenn ihr Bock drauf habt, abonniert hier oben.